Hey Sie, was zum Teufel machen Sie da? Das brauche ich zum Kloputzen. Nicht mit meinem Bleichmittel. Besorgen Sie sich Ihre eigene Flasche. Ich habe diese ewige Klauerei satt. Schon gut, Verzeihung. Ja, also da müssen wir irgendwie drankommen. Was machen wir denn da? Wir müssen den ablenken, den Koch. Was haben wir denn hier drin? Es war ein großer Kühlraum mit Sichtfenster. In den Regalen sah ich gefrorene Schinken und Hühnchen. Da drin war genug Fleisch für eine ganze Armee. Susarus Armee. Ja, das ist auch gut. Rein können wir jedenfalls nicht. Ist hier noch was im Herd? Nö. Also hier können wir sonst weiter nichts machen. Vielleicht kann ich noch mal mit ihm kurz sprechen. Nehmen wir es nicht von dieser Richtung aus. Was war das? Kann ich hier was machen? Nee, ach, das war das Bleichmittel. Ich möchte noch mal mit dir quatschen, Junge. Hallo? Verzeihen Sie die Störung. Was ist jetzt los? Sehen Sie nicht, dass ich arbeite? Glauben Sie, ich tue das zum Spaß? Was ist das? Gemüse. Fragen wir erstmal nach dem Gemüse. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das Gemüse ist nicht sehr gut geschnitten. Da spricht wohl eine Expertin im Gemüseschneiden. Tja, da haben Sie zufällig recht. Ich gebe zu, es ist eine Schande. Nein, es ist eine Katastrophe. Das Gemüse kann man wegschmeißen und wissen Sie warum? Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich sagen. Das Gemüse ist zum Wegschmeißen, weil meine Messer stumpf sind. Aha. Warum schleifen Sie sie denn nicht? Ach, was bin ich für ein dummer Koch. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Die Messer schleifen. Fantastisch. Sie sind ein Genie. Oh, Moment. Ich Dummerchen hab was vergessen. Ich hab verdammt noch mal nichts, woran ich sie schleifen könnte. Der ist gut gelaunt, ne? Aber bist du cool. So, Bleichmittel, gib her. Dürfte ich ihr Bleichmittel haben? Das soll wohl ein Witz sein. Ich kann zwar viel ertragen, aber ich dulde keinen Diebstahl in meiner Küche, verstanden? Ich will es ja nur ausleihen. Ausleihen? Ausleihen? So fängt es immer an, kapieren Sie das nicht? Heute ausleihen, übermorgen auch, bis ich eines Tages überhaupt kein Bleichmittel mehr habe. Es ist schlimm genug, dass meine Küche schon in der Steinzeit unmodern war. Aber wenn jetzt dauernd kleine Mädchen reinhüpfen und mein Bleichmittel nehmen wollen, ohne auch nur Dankeschön zu sagen, dann kriege ich Mordgelüste, merken Sie sich das? Ups, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ich hätte ja Danke gesagt und alles. Mann, was machen wir denn jetzt mit dem Heckenpenner? Also wie kommen wir... Wir müssen irgendwas machen, damit der Koch aus der Küche rauskommt. Also da ist eine Küche. Dann gehen wir jetzt hier weiter rum. Vielleicht finden wir... Okay. Alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Können wir hier rein? Da ist ja noch eine Tür da rechts. In dieser Aufmachung würden mich die Wächter sofort als Eindringling erkennen. Ja. Ich weiß, wir müssen die Perücke anziehen. Ja. So. Das ist die einzige Tür, ne, beim Koch da. Hier durften wir nicht rein. Was macht man denn mit dem Koch? Ist nicht einfach. Ich gehe nochmal in die Küche. Nützt ja nichts. Wir müssen doch irgendwas mit dem Koch machen da. Also, pass mal auf. Was können wir denn hier anwählen? Nichts. Hier können wir nichts machen. Das ist, mit dem Koch selbst brauchen wir nicht reden. Das ist ein Arschloch. Da ist das Bleichmittel und da ist hier noch das Kühlfach. Da können wir aber auch nichts weiter mitmachen. Oder können wir irgendwas mit dem Kühlfach benutzen? Jetzt nicht. Ein Föhn? Ja, den brauchen wir hinterher, um die Brücke wieder trocken zu machen, denke ich mal. Bleistift, Floss vom Foto. Das könnten wir ihm vielleicht zeigen, aber ich weiß nicht warum. Der Föhn war sehr praktisch. Er war schwungelos. Er konnte ein Mädchen überall hin begleiten. Das ist schön. So, Was machen wir denn mal? Wir müssen Alarm machen irgendwie. Versuch's nochmal hinzunehmen. Was habe ich gerade gesagt, Mädel? Hören Sie schlecht?
Wenn Sie das nochmal versuchen, werde ich ernstlich böse. Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Komm, einmal noch. Was habe ich gerade gesagt, Mädel? Achso. Hören Sie schlecht? Wenn Sie das nochmal versuchen, werde ich ernstlich böse. Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Ich dachte, man muss das vielleicht dreimal machen. Bei Zack McCracken war das auch mal so eine Methode. Wenn man das dreimal macht, dann klappt's auf einmal. Das Gemüse darf ich ja auch nicht nehmen, ne? Auf einmal hatte ich keinen großen Hunger mehr. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Der Koch gab dem Gemüse Saures. Können wir dem Koch irgendwas geben? Das würde hier nicht funktionieren. Nicht? Was machen wir denn mal mit dem Koch? Lippenstift mit dem Koch? Jetzt nicht. Zeitung. Mit der Zeitung ablenken? Vielleicht brauchen wir eine Pause. Komm. Das würde hier nicht funktionieren. Kann ich noch was mit dir reden? Ich glaube nicht. Hallo? Verzeihen Sie die Störung. Was ist jetzt los? Sehen Sie nicht, dass ich arbeite? Glauben Sie, ich tue das zum Spaß? Kleine Idee habe ich noch. Vielleicht, jetzt habe ich hier die Perücke nicht mehr bei mir. Wenn wir ihm die Perücke zeigen und ihm dann klar machen, dass wir die färben wollen oder so, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ihm das Bleichmittel abzuluxen. Aber eine andere Idee habe ich da dann auch nicht mehr. Dann. Ja, wie machen wir das denn? Also hier wieder raus. Schalalalala. Ich habe auch nichts gesehen oder so, was dem Koch irgendwie interessieren würde. Wir gehen einfach mal hier lang. War hier, ne? Ne, Quatsch, das war gar nicht hier. Ich muss den Gang lang. Die Tür war verschlossen. Ja. Was könnte den Koch denn interessieren oder wütend machen, sagen wir mal so? Dass er die Küche verlässt, das ist ja das, was wir erreichen müssen. Der Koch muss die Küche verlassen. Bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie noch in diesem Part raus, wäre ja schön. So, jetzt nimm mal die Mütze. Die Perücke mit? Ich hob die Perücke wieder auf und überlegte, was ich tun sollte. Ja, genau. So. Es muss ja eine Möglichkeit geben, oder einen Sinn, ich meine, es muss ja einen Sinn ergeben, warum wir die Perücke wieder rausholen können. Ne? Das ist ja nicht einfach so programmiert worden. Falls man die nämlich zu früh da reinlegt. Also müssen wir vielleicht vorher schon was mit der Perücke machen. Und vielleicht müssen wir die Perücke einfach dem Koch zeigen, dass er merkt, ach, guck mal an, die will das wirklich für irgendwas benutzen. Ich finde es zwar ein bisschen komisch dann die Idee, aber das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Dem Koch halt die Perücke zeigen. So, mal sehen. Da ist der Koch. Aber nett, dass der uns nicht verpetzt, ne? Dass wir hier ganz normal so rumlaufen dürfen. Das finde ich nett von ihm. Na gut, er hat andere Probleme gerade, ne? Als irgendwelche Eindringlinge hier. Einen Schluck trinken. So. Sprechen wir mal auf die Brücke an. Vielleicht geht das. Hallo? Verzeihen Sie die Störung. Was ist jetzt los? Sehen Sie nicht, dass ich arbeite? Glauben Sie, ich tue das zum Spaß? Nee, geht nicht. Nee, geht so nicht. Dann machen wir jetzt das mit benutzen. So vielleicht. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ja. Kann ich denn Bleichmittel... Pass mal auf. Wir machen das als Kombi. Ich hatte keinen Grund, das zu tun. Mann! Was habe ich gerade gesagt, Mädel? Hören Sie schlecht? Wenn Sie das nochmal versuchen, werde ich ernstlich böse. Tut mir leid. Ja, du mich auch. Ich hab's vergessen. Was machen wir denn mal? Verdammt, wir müssen die Perücke bleichen. Grrr. Laut Kontoauszug war Vernon Blier ziemlich knapp bei Kasse. Das ist aber sehr schade. Deshalb seine Geschichte verkaufen wollen. Ja, das hat mich die ganze Zeit schon beschäftigt. Was machen wir denn? Wir müssen diesen behinderten Koch irgendwie ablenken. Was sollen wir mit der Tiefkühlkammer können wir doch hier nichts machen, oder? Was sollten wir denn da tun? Das würde hier nicht funktionieren. Nee, ist mir bewusst. Ich stehe gerade schon wieder auf dem Schlauch. Das ist doch schlimm, ist es doch. Da können wir nur reingucken.
Wir können hier sonst nichts machen in dieser bescheuert Küche. Alarm machen geht hier nicht. Der Koch will nicht mit uns reden. Das Bleichmittel dürfen wir nicht nehmen. Das Gemüse auch nicht. Der Koch, das ist ein Penner. Wieso können wir das hier eigentlich nicht nehmen? Weil da steht auch was auf dem Regal. Da. Und da ist noch ein Teller und hier ist noch ein Kasten. Können wir den Kasten von hier aus vielleicht öffnen? Oh ne. Schade. Das ist echt komisch, ne? Hier geht nichts. Aber ich möchte den Partner einfach jetzt so beenden und euch hier mit diesem Rätsel allein lassen. Das sieht fast so aus, als würde ich das machen müssen. Hier drin geht definitiv nichts. So. Was ich noch versuchen kann, ich kann auf dieser Seite gucken, ob da noch eine Tür irgendwo versteckt ist, die ich nicht erkannt habe. Ach, das sieht nicht so aus. Ne, ich kann hier auch nicht langschleichen, ne? Er sieht mich. In dieser Aufmachung würden mich die Wächter sofort als Eindringling erkennen. Ein Moment mal. Muss ich vielleicht erstmal versuchen, die Perücke aufzusetzen, bevor Nico überhaupt weiß, dass wir die Perücke färben müssen? Versteht ihr, was ich meine? Nö, ne? Kombinieren. Ja, wir haben das Bleichmittel nicht. Presseausweis, ja. Aber wir können die mit nichts kombinieren. Ich möchte Nico ja einfach nur gerne mitteilen, was ich vorhab. Oder kann ich mir die nochmal angucken? Petras dunkelhaarige Perücke. Sie stand wohl auf Verkleidungen. Ach Mensch, doch. Was machen wir denn jetzt mal? Wir können sonst nirgends mehr hin. Wir haben die Küche. Wir haben eigentlich nur zwei Räume, in denen wir irgendwas machen können. Oder auch halt nicht. Ja, ich kann auch mal oben ins Badezimmer gehen, obwohl ich nicht weiß, was wir da machen sollen. Ich denke, Leute, ich muss euch mit diesem Problem doch alleine lassen und dann mal ein bisschen gucken, was wir noch machen können. Vielleicht, ob das Sinn hat, wenn wir die nochmal anlocken, die Leute. In dieser Aufmachung würden mich die Wächter sofort als Eindringling erkennen. Hm. Also. Gibt's denn noch einen Flur, wo wir lang können? Ich glaube nur da und hier nicht, ne? Mä. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Ja, ja, ja. Ich gehe noch einmal hier oben rum, um zu gucken, ob da noch was war. Was ich aber nicht glaube. Hier hänge ich zum Beispiel schon wieder fest. Ist nichts, definitiv nicht. Hier knarzt gleich wieder. Nö. Tut's nicht. Also können wir hier uns eigentlich frei bewegen, ohne dass irgendwas passiert. Die Türen habe ich wirklich alle ausprobiert, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ah, wir gehen nochmal in Petras Zimmer. Gucken uns noch einmal im Waschbecken um und hier im Raum. Und ansonsten, ja, muss ich mich von euch verabschieden. Hier ist am Bett nichts los, ne? Nee. Sie ist gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Sehr interessant. Der Koffer sah innen viel kleiner aus. Hä? Der Boden klang hohl. Wahrscheinlich war ein Geheimfach darin. Ich musste nur herausfinden, wie es aufging. Ja. Ich tastete das Innere des Koffers ab, um das Geheimfach zu finden. Aha. Ein winziger Knopf war in einer Ecke versteckt. Mist. Meine Finger waren zu dick, um den Knopf zu drücken. Bleistift, Bleistift. Das muss ich mal eben ausprobieren, Leute. Mein Gott. Diese Messer waren bestimmt nicht zum Brieföffnen gedacht. Ha! Wir haben Messer für den Koch. Ich nahm den Schleifstein. Schleifstein. Ha! Dann können wir jetzt dem Koch den Schleifstein geben, um seine Messer zu wetzen. Prima! Und, ja. Hervorragend. Dann wissen wir ja doch weiter. Brauche ich doch nicht offscreen nachgucken. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Überlänge hier produziert, glaube ich, oder? Na, geht noch, geht noch. Okay, Leute.
Dann hoffe ich, dass ihr Spaß an dieser Session hattet und wir sehen uns in einer nächsten Session wieder. Schnauze! Ist ja cool, dass es doch noch ein bisschen weitergeht. Ich freue mich. Und ich hoffe, ihr euch auch. Also, bis dahin, euer Alexa, ciao. Bis zum nächsten Mal. Halt doch die Klappe!